Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und ich möchte gerne auf eine Community-Frage eingehen von Marcel Ramon. Erstmal, Marcel, vielen Dank, dass du dich so in unserer Community beteiligst und uns an deinen Überlegungen teilhaben lässt. Der Marcel schreibt: Guten Morgen. Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Eigentumswohnung, in Klammern NRW Neubau 2016. Als Eigennutzung. Der Kaufpreis beträgt 379.000. Derzeit liegt mir ein attraktives Finanzierungsangebot mit 0,75 Nullzins sowie 2,5% Tilgung vor. Bei dem Eigenkapitaleinsatz von 10%, was in Summe einen Eigenkapitaleinsatz von insgesamt 83.745,30 € ergibt, in Klammern 3,7% Makler, 3,57% plus weitere übliche Kosten. Ich bespare seit 2 Jahren zwei weltweit gestreute ETF-Depots, die durch den Zinseszinseffekt auf einen stattlichen Wert angewachsen sind. In Klammern mehr als 100.000 Euro. Anmerkung von mir, jetzt spricht man bei Wertpapiersparplänen, bei ETFs nicht klassischerweise vom Zinseszinseffekt, sondern eher von Wertzuwächsen und Ausschüttungen, aber egal. Also stattlicher Wert angewachsen, mehr als 100.000 Euro und eine durchschnittliche Rendite in den letzten 4 Jahren von ca. 7,6% per anno erwirtschaften. Gut, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, dass du erst seit 2 Jahren besparst, aber einen vierjährigen Track Record hast, aber wie auch immer. Ja gut, weiter im Text. Es gibt von der KfW ein Programm für Eigennutzer mit 0,98 Zins und 3,7% Tilgung bei einer Sollzinsbindung von 10 Jahren. Meine Idee nun: Bevor ich das ganze Eigenkapital in der Immobilie versenke, nehme ich den KfW-Kredit für den Eigenkapitaleinsatz und die Kaufnebenkosten in Anspruch. Das gesamte Kapital lasse ich auf meinen zwei Depots liegen, die weiterhin in Klammern Jahr für Jahr entsprechende Renditen erwirtschaften, die über der Annuität des KfW-Kredits liegen. Mir ist klar, dass das nicht ewig so weitergehen muss. Jedoch werfen die ETF schon jetzt auch ohne Kursgewinne Ausschüttungen pro Jahr ab, die schon jetzt die Höhe der Annuität des KfW-Kredits haben oder überschreiten. In den kommenden Jahren wird sich das aufgrund des Zinseszinseffekts sogar noch verbessern. Letzten Endes müssen die Banken natürlich mitspielen. In Klammern finde ich noch heraus. Was denkt ihr über diese Vorgehensweise? Also grundsätzlich finde ich den Denkansatz teilweise sehr gut. Ich hätte noch ein paar Vorschläge, wie du das Ganze sogar, also wie man das noch gestalten kann. Allerdings fürchte ich, muss ich dich auf eine Fehlannahme hinweisen. Es ist so, dass KfW-Mittel nicht grundsätzlich Eigenkapital ersetzen, weil das ist ja auch von der KfW, dieses Programm, das gibt es. Das ist allerdings halt auch ein Immobiliardarlehen, welches auch eine dingliche Sicherheit benötigt. Also du kannst nicht selbst zur KfW gehen und die KfW zahlt dir das Darlehen, auch wenn du den korrekten Weg eingehalten hast, der ist über eine Bank, zahlt dir das Darlehen nicht einfach blanko aus wie einen Konsumentenkredit, sondern die wollen den auch durch eine werthaltige Grundschuld abgesichert haben. Und für die Kaufnebenkosten steht nun mal keine werthaltige Sicherheit gegenüber. Und du kannst auch bei der KfW nicht selber direkt beantragen, sondern die KfW-Mittel müssen immer über eine durchleitende Bank, also die auch die Hauptfinanzierung macht, beantragt werden. Und ja, deswegen, weil es da ganz normal halt das ein normales Immobiliendarlehen ist, welches zwar vom Staat speziell gefördert ist, fließt das ganz normal in die Bonitätsprüfung mit ein. Es muss in deine Kapitaldienstfähigkeit passen und es muss halt auch eine Sicherheit in Form einer Grundschuld dafür eingebracht werden. Und da ist also schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil es für die Bank erstmal wie ein normales Darlehen ist, kann das KfW-Darlehen nicht Eigenkapital, nicht Eigenkapital ersetzen. Es gibt bestimmte Sonderformen. Hier bei uns im Norden gibt es sowohl bei der IFB als auch bei der IBSH, das sind lokale Landesförderbanken in Hamburg und Schleswig-Holstein, gibt es die Möglichkeit, die KfW-Darlehen auch über diese zu beantragen. Und
Also dort die KfW-Mittel zu beantragen. Und diese beiden Landesförderbanken gehen auch, also man können das losgelöst machen von der finanzierenden Hauptbank. Und die geben sich auch gegebenenfalls mit einer nachrangigen Grundschuld zufrieden. Und wenn es jetzt einen Kapitalgeber gibt, der mit einer zweitrangigen Grundschuld zufrieden ist, nicht in den ersten Rang geht, dann hat es für die finanzierende Bank, die das Hauptdarlehen macht, vom Beleihungsauslauf her die gleiche Wirkung wie Eigenkapital. Also hier in Hamburg und Schleswig-Holstein funktioniert das. In NRW bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da ähnliche Möglichkeiten gibt. Da müsste ich mich auch einlesen oder da meine regionalen Finanzierungskontakte vor Ort befragen. Also das kann funktionieren, bin ich mir aber im Standort NRW nicht ganz sicher drüber. Ist eine Sache, die man aber rausbekommen kann. Aber Pferdefuß in der Sache. Du kannst zwar damit deinen Beleihungsauslauf und die Finanzierungskonditionen bei der finanzierenden Hauptbank verbessern, aber hier im Norden machen das diese Landesförderbanken mit der nachrangigen Grundschuld, was natürlich für sie maximales Risiko bedeutet, machen das trotzdem nur, wenn du 7,5% der Gesamtinvestitionskosten selber einbringst. Also du sitzt mit Eigenkapital im Boot, dann kriegst du über Nachrangdarlehen die KfW-Mittel und im ersten Rang kommt dann die finanzierende Hauptbank. Das funktioniert, aber du musst dennoch mit Eigenkapital im Boot sitzen. Das jetzt erstmal, um dir hier zusätzliche Daten zu geben. Was du tun könntest, und da kannst du aber dann KfW-Mittel in das Darlehen mit einbeziehen oder kannst es bleiben lassen. Du kannst natürlich zur Bank gehen und sagen, hier kommen die, was weiß ich, die 379.000, finanziert mir die bitte, dafür habt ihr eine werthaltige Grundschuld, finanziert mir die Kaufnebenkosten, die in NRW nicht ganz wenig sind, weil da ja auch ähnlich wie in Schleswig-Holstein oder in Thüringen, wo ich unterwegs bin, die Grunderwerbsteuer bei 6,5% liegt, plus Makler, plus Notar ist auch schon ganz ordentlich, aber kannst denen sagen, finanziert mir das mit. Und ihr kriegt als zusätzliche Sicherheit für den Blankoanteil, der nicht durch Immobilie besichert ist, bekommt ihr mein Wertpapierdepot als Sicherheit. Da muss man jetzt auch wieder verschiedene Sachen wissen. Du schreibst ja die Kaufnebenkosten. Ich weiß nicht, also du hier im Beispiel bist du bei einer 90% Finanzierung, wenn die Immobilie entsprechend werthaltig ist. Macht eine Bank vielleicht auch eine 100% Finanzierung? Kann sein, dass die Zinsen dann ein bisschen steigen, aber du fängst hier bei 0,75 an. Das heißt, selbst wenn es ein bisschen mehr wird, bist du ja immer noch gut im Rennen. Gehst auf eine 100% Finanzierung und für die Kaufnebenkosten kannst du ja dein sechsstelliges Depot als Sicherheit hinterlegen. Hat sogar eigentlich für dich einige Vorteile. Man muss dazu nur wissen, dass ETFs sind jetzt nicht der Banken allerliebstes Kind. Da gibt es verschiedene Vertriebsinteressen von denen. Gibt allerdings auch berechtigte Sachgründe hinsichtlich Wertpapierleihe, hinsichtlich dass die in den ETFs, dass die gar nicht wirklich physisch replizierend sind. Das führt ja aber zu weit. Aber grundsätzlich werden Wertpapierdepots so mit 50 bis 60% vom Kurswert, weil die Kurse können schwanken, wisst ihr selber, mit 50 bis 60% vom Kurswert beliehen durch die Banken. Das heißt, wenn du 100.000 Euro im Depot hast und gibst die als Sicherheit hin, dann kannst du damit ungefähr 50.000 Euro absichern. Wenn du schon 150 drin sind, dann kannst du halt 75.000 damit absichern. Ist relativ smart, weil du kein Eigenkapital einsetzen musst. Ist auch für dich gut, weil wenn das Geld, du willst ja das Depot sowieso langfristig behalten, um weiter von den Wertzuwächsen und Ausschüttungen zu profitieren. In dem Moment, wenn die Kohle an der Bank abgetreten ist, läufst du auch nicht Gefahr, dass dir irgendwie, keine Ahnung, der 9-11er dann vielleicht doch ein bisschen näher ist als die Spardisziplin. Von daher ist, wenn du das Geld abtrittst, dann ist es weiter deins, ist es weiter in deiner Vermögensbilanz, du hast weiter Ausschüttung, du hast weiter Wertzuwächse. Plus hast deine Immobilie und hast dafür kein Eigenkapital eingesetzt, also aus meiner Sicht eine relativ smarte Lösung. Plus zusätzliche Überlegungen, worüber du nachdenken kannst. Wenn du jetzt schon beobachtest, dass die Wertzuwächse
und die Ausschüttungen größer sind als die gesamte Darlehensrate, dann könntest du natürlich auch darüber nachdenken, kein Darlehen zu nehmen, welches jetzt annuitätisch zurückgezahlt wird, das heißt mit einer monatlich ansteigenden Tilgung, sondern dass du ein endfälliges Darlehen mit Tilgungsaussetzung abschließt bei einer Bank und statt der Annuität auf eigene Rechnung einen Wertpapiersparplan besparst. Weil wie gesagt, das Darlehen kostet dich 0,75, vielleicht wenn du eine 100% Finanzierung machst, ein bisschen mehr. Und wenn die Bank, wenn die Bank dann, weil sie die Tilgung nicht bekommt, noch mehr will, sag mir mal, du müsstest für das Darlehen 1,5% Zinsen zahlen. Dann würde ja jede monatliche Tilgung zur Folge haben, dass du auf den getilgten Betrag im nächsten Jahr oder eigentlich schon im nächsten Monat die Zinsen von irgendwo zwischen 0,75 und 1% nicht mehr entrichten musst. Wenn du allerdings nicht tilgst, weiter auf den kompletten Betrag Zinsen zahlst zwischen 0,75 und 1% und du besparst stattdessen einen Wertpapiersparplan, der halt einen Bruttoertrag von 7,6% generiert, dann bist du betriebswirtschaftlich deutlich im Plus, selbst wenn da noch was für Kosten runtergeht, weil mit einem ETF wird es die Bank nicht machen. Aber selbst wenn da noch was für Kosten runtergeht und für Steuern was runtergeht und dir dann von den 7,6% am Ende, wenn wir rechnen, mal ganz schlecht nur noch 4 oder 5% bleiben, ist dein Ertrag ja irgendwie immer noch das Dreifache von dem, was dich das Darlehen kostet, was im Weiteren zur Folge hat, dass du entweder am Ende der kalkulierten Darlehenslaufzeit deutlich mehr Geld zur Verfügung hast, als du für die Ablösung das Darlehen brauchst oder respektive den Betrag, den du für die Ablösung des Darlehens benötigst, schon einige Jahre früher zur Verfügung hast als bei der vollständigen Rückführung durch ein Annuitätendarlehen.